Informationen zur staatlich anerkannten Erzieherausbildung in Teilzeit. Das ist Hermine. Sie ist Sozialassistentin und arbeitet im Kindergarten Zauberflöte. Dadurch unterstützt sie ihre kleine Familie finanziell. Gern wäre Hermine Erzieherin, aber eine Vollzeitausbildung ohne Geld kann sich ihre Familie nicht erlauben. Jetzt gibt es an der Elisabeth-Selbert-Schule eine Alternative, die Teilzeitausbildung. Die Teilzeitausbildung umfasst insgesamt 3 Jahre. Der Unterricht findet immer mittwochs und freitags nachmittags bzw. abends und alle 14 Tage samstags statt. In den Schulferien gibt es keinen Unterricht. Allerdings benötigt man eine Arbeitsstelle, in der man mindestens 12 Stunden in der Woche arbeitet. Die hat Hermine ja. Neben den Theoriestunden gibt es auch 2 Praxisphasen. Beide Praxisphasen dauern jeweils 18 Monate und umfassen 300 Zeitstunden. Man muss allerdings darauf achten, dass man in 2 verschiedenen Altersstufen Praxiserfahrungen sammelt. Hier ein Beispiel. Hermine arbeitet im Kindergarten Zauberflöte an 4 Tagen vormittags. Nach Feierabend könnte sie jeden Tag 3 Stunden im Hort die erste Praxisphase absolvieren. Nach 100 Tagen wäre sie damit fertig. Wenn ihr Arbeitgeber nichts dagegen hat, dürfte sie die 2. Praxisphase in ihrem Kindergarten machen und müsste dafür nicht einmal mehr arbeiten. Die Ausbildung findet in Modulen statt. Am Ende erhält man bei bestandener Ausbildung ein Modulhandbuch und die Fachhochschulreife. Der Weg für ein Studium wäre damit frei. Und was macht Hermine jetzt? Sie bespricht erst einmal alles ganz in Ruhe mit ihrer Familie, denn 3 Jahre sind eine lange Zeit. Unterstützung in den Lernphasen wäre da gut. Ihre übrigen Fragen klärt sie mit Annette Kessler, denn die organisiert diese Schulform. Am Ende braucht sie sich nur im Sekretariat der Elisabeth-Selbert-Schule anmelden. Hermine ergreift diese Chance, denn sie weiß, dass sie als Erzieherin nicht nur besser bezahlt wird, sondern auch verschiedene Arbeitsmöglichkeiten hat. Das findet Hermine super.